1545. Dies ist Jengoku Jidai, das Zeitalter des Krieges. Seit 200 Jahren herrschen die Ashikaga-Shogune von Kyoto aus. Sie besitzen Herrlichkeit und Macht. Die übermächtigen Clans sind ungehorsam geworden. Es ist an der Zeit, dass ein neuer Kriegsherr zum Shogun wird. Doch wer wird siegreich sein? Die Länder der Hojo haben unser Volk immer reichlich versorgt. Unsere Feinde sind zahlreich und missgünstig. Sie bedrohen unsere Grenzen und halten Ausschau nach jeder noch so kleinen Schwäche. Unsere stattlichen Schlösser sind der Neid Japans. Wir gelten zu Recht als große Baumeister. Starke Mauern, starke Seelen. Unsere Belagerungsmaschinen sind ebenso mächtig. Nichts hält ihnen stand. Bishamon, der Kriegsgott, ist erwacht. Nun ist es an der Zeit, unsere Feinde zu besiegen. Alle werden sich vor dem Hojo-Clan verneigen. Wir werden nicht länger warten. Das Schicksal ruft! Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Konnichiwa und auch Salvete Spectatores, zu einem neuen Zwischenprojekt von mir, dem Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir spielen heute Shogun 2 Total War. Ich habe mal wieder Bock drauf. Ihr wolltet ja auch so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, in meinem Jahresrückblick gerne mal wieder Fraktionen sehen, die man als Fraktionen spielt und nicht als Personen. Und deswegen spielen wir Shogun 2, weil ich glaube, in kaum einem anderen Spiel ist das so gut umgesetzt wie hier. Außerdem habe ich es schon länger nicht mehr gespielt und es ist einfach ein geiles Spiel. Und ich freue mich, wenn wir uns heute ein bisschen mit japanischer Geschichte beschäftigen. Ihr wisst ja, ich bin Historiker von Hause aus, habe auch mal ein bisschen Japanisch gelernt und freue mich einfach auf ein spannendes Let's Play mit euch. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht gekannt habt, dann freue ich mich natürlich über ein Abo. Und falls ihr mich unterstützen wollt, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch bei diesem Video. Also, schauen wir mal rein. Was spielen wir denn heute? Eine neue Kampagne. Und ich habe mir gedacht, damit es für mich jetzt nicht allzu ungewohnt wird, wenn wir von Fall of the Samurai umsteigen. Ich habe ja sehr viele Let's Plays auch schon dazu gemacht. Naja, sehr viele ist ein bisschen übertrieben. Aber wir gucken uns mal an, was die Zukunft da noch bringt. Wir gucken uns heute die Hojo an. Ein sehr spannender Clan, der einen Fokus auf Artillerie hat und Belagerungen und Festungsausbau. Ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. Und wir machen diese Vorherrschaftskampagne. Ich weiß noch nicht, ob wir diese 60 Provinzen alle einnehmen, aber auf jeden Fall habe ich keine Lust auf diesen Zeitdruck in dem ganzen, ja, in dem ganzen Spiel. Deswegen spiele ich in der Regel diese Vorherrschaftskampagnen. Das macht doch am meisten Spaß. Okay, wir gucken uns ganz kurz die Herausforderung an. Die wird hier als leicht eingestuft. Man hat eine Goldprovinz von Anfang an, aber die Auseinandersetzung mit den anderen Clans, die haben es hier natürlich in sich. Wir beginnen im Jahr 1545 mit 2 Provinzen. Und wie ich bereits sagte, Schlösser sind günstiger zu bauen und zu reparieren und wir können Belagerungseinheiten rekrutieren, die besser sind als die von anderen. Belagerungseinheiten habe ich bisher auch nicht so wirklich in Shogun 2 gespielt. Insofern ist das vielleicht auch nochmal eine interessante Herausforderung für mich, mal mit Belagerungseinheiten zu spielen. Die Hojo legen viel Wert auf die Kunst, Schlösser und Forts zu errichten und jene, die um das Errichten wissen, verstehen sich auch aufs Zerstören. Die Hojo sind daher die Meister der Befestigungen und können Schlösser günstiger bauen als andere Clans. Zudem können sie günstigere und bessere Belagerungswaffen produzieren. Diese Fähigkeit kommt einer Strategie der Erweiterung zugute, die Gegner zu dem Versuch zwingt, sie zu vertreiben, die Besetzung der richtigen Provinz
Provinzen könnte dazu führen, dass ein Daimyo der Hōjō Shogun Japans wird, mit einer unbeschränkten Anzahl von Schlössern. Um schon mal so einen ganz kleinen Ausblick auf die Geschichte des Hōjō-Clans zu geben. Also es gibt eigentlich zwei Hōjō-Clans. Wir beschäftigen uns halt eben jetzt hier mit diesem Hōjō-Clan aus der Zeit von 1467 bis 1615. 1615 mussten die Hōjō gewissermaßen kapitulieren, nachdem Hideyoshi, also Toyotomi Hideyoshi, die Festung Odawara eingenommen hatte. Das bedeutete auch so gewissermaßen das Ende der Hōjō in der damaligen Zeit. Aber sie haben diese Burg Odawara sehr stark ausgebaut zu einer sehr starken Festung, und tatsächlich hat also der Begründer dieser Hōjō-Dynastie, Hōjō-Sōn, der eigentlich, hieß eigentlich Issei Shinkuro, glaube ich, auf jeden Fall, der hat die Burg Odawara eingenommen damals mit einem Geniestreich. Also die Quellenlage ist jetzt nicht ganz so spezifisch, aber da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Er hat diese Festung eingenommen, und das alleine ist ja schon eine große Leistung in der damaligen Zeit. Ich glaube, das ist hier ganz cool, weil wir dann unsere Feldzüge natürlich auch entsprechend planen können. So eine Burg einzunehmen war nicht ganz so einfach. Man brauchte eine sehr differenzierte Vorgehensweise aus Angriff und Belagern. Man musste auf vielleicht noch Intrigen innerhalb dieser Gemeinschaften, die dann nachher die Befestigung organisierten, eben setzen und so weiter und so fort. Also das ist eine spannende Sache, und natürlich auch hier die Sengoku-Jidai-Zeit, in der wir hier spielen. Da sind die Hōjō auch ein sehr repräsentativer Clan für, denn sie waren natürlich in die ganzen Streitigkeiten mit anderen Clans verwickelt, über die wir gleich auch noch ein bisschen sprechen werden. Ich will euch nur so ein bisschen anteasern. Und ich bin mir übrigens nicht ganz sicher, hat der Erzähler gerade im Intro Jengoku Jidai gesagt oder Jengoku Jidai? Also ich habe es irgendwie, manchmal klingt so ein bisschen komisch. Eine Sache noch ganz kurz zu Bishamon, dem Kriegsgott. Bishamon ist ja eigentlich eine Gottheit, die aus dem buddhistischen Kulturkreis kommt. Insofern würde ich sagen, die Hōjō wahrscheinlich eher shintoistisch. Also ich bin jetzt kein Experte für die Geschichte der Hōjō und kein Experte für die Geschichte des Shintoismus. Aber ich würde doch stark vermuten, dass die Hōjō eher Shinto-Gottheiten zugeneigt waren. Und da wäre dann Hachiman der eigentliche Kriegsgott, den sie verehren würden. Wie gesagt, es gibt aber auch synkretistische, also Religion. Es gibt auch so synkretistische Kulte, die um Bishamon entstanden sind. Wahrscheinlich gibt es da so ein paar Überschneidungen. Das werden wir uns aber jetzt gleich in der Kampagne nochmal ein bisschen angucken. Ach ja, und bevor ich es vergesse, ne, wir spielen auf sehr schwer. Ich spiele nicht so gerne auf legendär, weil ich gerne speichere, wenn ich Lust dazu habe. Und los geht's. Wir sind die Hōjō. Viele Jahre haben wir gegen zahlreiche feindliche Clans um die Herrschaft Kantos gekämpft. Nach der Eroberung des Imagawa-Territoriums sind wir einen unsicheren Waffenstillstand eingegangen, um uns dringend darum zuwenden zu können. Aus Angst vor unserem Ehrgeiz haben sich die Ogigayatsu und Yamanotsch zusammengetan. Die Eroberung der Provinz Musashi hat daher Priorität und wird uns der Ogigayatsu entledigen und uns eine sichere Stellung im Herzen Kantos verschaffen. Zwar ist es uns gelungen, den Konflikt mit den Imigawa zu beruhigen, doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihre Ambitionen uns erneut eine Bedrohung sind. Die Eroberung Tsurugas wird sie schwächen, doch wir müssen uns vor den Takeda in Acht nehmen. In Blut und Ehre verbunden werden sie einem solchen Angriff gegen ihre Verbündeten nicht tatenlos zusehen. Und sie verfügen über eine eindrucksvolle Streitmacht. Eine Lösung könnte die Eroberung ihrer Heimatprovinz Kai sein. Doch bevor wir es mit zwei Clans auf einmal aufnehmen, sollten wir warten, bis unser Clan selbst genügend erstarkt ist. Doch mit Macht und Einfluss kommt sicher auch der Zorn Kyotos. Und sollte sich der Shogun bedroht fühlen, wird er seine Untergebenen gegen uns aufbringen. In diesem Fall müssen wir darauf vorbereitet sein, alle möglichen Angreifer abwehren zu können. Wünscht der Shogun, unsere territoriale Ausbreitung aufzuhalten, lasst ihn kommen und persönlich mit uns abrechnen. Und los geht's.
Unsere erste Mission. Die Ogigayatsu und Yamanuchi-Clans, einst erbitterte Rivalen, haben ihre Differenzen beiseite gelegt und sich angesichts unseres wachsenden Einflusses miteinander verbündet. Eine Streitkraft der Ogigayatsu nähert sich aus Osten mit der Absicht, uns aus der Sagami-Provinz zu verdrängen. Vernichtet ihre Armee und die Provinz Musashi wird unser sein. Für 4 Runden bekommen wir gefürchtete Streitmacht. Okay. Ganz kurz nur, bevor wir über historische Hintergründe sprechen, ich will jetzt gleich mal meine erste Schlacht machen, ja. Aber ganz kurz noch zu dieser Auseinandersetzung. Die Ogigayatsu Uesugi ist übrigens ein ähnlicher Familienzweig wie die Yamanouchi Uesugi. Die Uesugi war eine mächtige Clanfamilie, die so Seitenclans hatte. Oder eine mächtige Familie, die Familienzweige hatte. Dazu gehören zum Beispiel diese Ogigayatsu Uesugi. Und die waren einer der Hauptkonkurrenten der Hojo in der damaligen Zeit und konkurrierten also um den territorialen Einfluss in der Kanto-Region. Das ist ja die Region, in der wir uns hier eben hauptsächlich bewegen. Die Kanto-Region war aufgrund ihrer wirtschaftlichen Macht sehr wichtig einerseits und andererseits war die Kanto-Region auch strategisch wichtig. Und ja, es ging um viele militärische Allianzen, die diese Familien untereinander geschlossen haben, um sich dann effektiver verdrängen zu können. Dabei spielt natürlich auch die Städtebelagerung durch die Hojo eine gewisse Rolle, weil auch dafür brauchte man ja militärische Bündnisse und so weiter. Diplomatisch lässt sich das ja hier, da können wir übrigens wegklicken. Diplomatisch lässt sich das hier in dem Spiel ja leider nicht so gut repräsentieren, denn die Total War Diplomatie ist halt einfach nicht so dufte. Wir könnten mit den Imagawa ein Handelsabkommen versuchen zu kriegen, aber ihr seht schon, das ist inakzeptabel, wir müssten denen Geld dafür geben, ne? Was man immer mal wieder so ganz gerne machen kann, ist, man kann irgendwie, weiß ich nicht, militärischen Zugang für 20 Runden drauflegen und jetzt könnte man auch gucken, wenn wir eine Zahlung anbieten, ich meine, wenn wir denen jetzt all unser Geld geben würden, dann würden sie es immer noch nicht machen. Ne? Also so gewisse Dinge kann man diplomatisch einfach in dem Spiel nicht ordentlich regeln. So, Hojo Ujiyasu, das ist unser Seitenanführer, unser Daimyo und der sollte natürlich auch hier den ersten Angriff führen. Du sagst also, wenn wir hier hinlaufen, das ist dann der kürzeste und beste Weg. Okay, wir rekrutieren auch direkt übrigens mal so eine Einheit Hojo Flammenbomber. Macht nämlich richtig Laune, die einzusetzen. Und dann kannst du den mal losschicken. Der läuft irgendwie komisch. Aber okay. Ja, das ist vielleicht gar nicht so wild, wenn der jetzt so komisch da rumläuft. Gut, Drop-In-Gefechte brauchen wir, glaube ich, nicht erlauben. Nachtangriff machen wir nicht, weil ja unsere Verstärkung mit dazukommt. Wir packen die nicht in die gleiche Armee, weil wir ja wollen, dass die beide Erfahrungspunkte bekommen. Und ihr wisst, dass bei Total War es ist ja häufig so, Erfahrungspunkte bekommen die Generäle, wenn sie an den Schlachten beteiligt sind, indem sie ein eigenes Kommando haben. Das heißt also, die Generäle sollten in verschiedenen Armeen unterwegs sein. Ich schneide übrigens auch immer die Ladebildschirme raus oder häufig, weil ja die Ladezeiten sind recht lang in dem Spiel. Jetzt gerade geht's. Aufstellung einmal und dann hören wir uns mal unsere Generalsansprache an. Obwohl, wahrscheinlich hören wir da gar nicht so viel. Wir überspringen die mal, denn ich muss ja den Spielsound hier, ups, wie ist mein Tastaturprofil hier umgestellt. Ja, mit S geht's nach hinten und mit W nach vorne? Was ist denn das für ein Quatsch? Wer macht denn sowas? Warum ist denn das in... Das hatte ich noch nie. Alter, was ist da los? Mit A geht's nach rechts? Weißt du, spinnst du? Das ist... Jetzt geht's wieder. Jetzt macht das richtig. Okay, tja, vielleicht muss ich einfach nur mal das Spiel beleidigen und dann geht's schon. Alles klar, der wird eh campen, deswegen gehen wir ganz nach hinten und warten, bis unsere Verstärkung da ist. Und dann schauen wir mal. Unsere räudige Infanterie. Ja, der wird sich irgendwo im Wald verstecken, ne? Okay, ja, wie wollen wir das machen? Yari-Kavallerie ist natürlich immer eklig, denn da will er gerne unseren General dann mit aufessen. Und Bogenschützen nach vorne stellen ist immer tricky. Die KI macht das sehr gerne.
Das ist übrigens ein sehr interessantes Manöver. Vielleicht können wir auch mal ganz kurz unter einem strategischen Gesichtspunkt drüber sprechen. Und zwar, das ist ja tatsächlich so, dass die KI gerne die Fernkämpfer nach vorne stellt. Das wird er hier auch machen. Wenn wir mal gucken, wir sehen doch bestimmt seine Einheiten. Das sind die Bogenschützen, oder? Ne, das sind Yari Samurai. Ah, jetzt sind sie weg, toll. Also wenn wir seine Einheiten sehen würden, dann würden wir sehen, dass die Bogenschützen vorne stehen. Das kann die KI machen, weil die KI so unfassbar schnell ist und die Bogenschützen schnell vor- und zurückschieben kann. Ihr selber solltet das auch machen, damit ihr, selbst wenn gegnerische Truppen heranstürmen, auf jeden Fall immer in der Lage seid, ein Fernkampfduell gegen die gegnerischen Fernkämpfer zu führen. Weil wenn ihr eure Truppen nach hinten stellt, was sonst passiert ist, eure Einheiten stehen vorne und ihr schießt auf eure Einheiten und ihr könnt mit euren Bogenschützen nicht schießen, denn die müssten in die eigenen Reihen reinlaufen. Und das ist einfach Quatsch, weil dann können die nicht mehr gut schießen. Aus einem weiteren Grund ist das auch nicht zu empfehlen, denn wenn ihr das macht, dann habt ihr die Schwierigkeit, dass eure Einheiten im Nahkampf gebunden sein werden und ihr könnt nicht mehr mit euren Bogenschützen in den Nahkampf reinschießen. Denn wenn ihr das macht, werdet ihr den Kollateralschaden aus der Hölle bekommen. Das ist einfach gigantisch. Das sind Dinge, die sind relativ, die sind für euch einfach nicht so gut zu handeln. Die KI kriegt keinen Kollateralschaden durch Fernkampfbeschuss. Klar, natürlich durch Explosionen und sowas schon, aber sie kriegt keinen, also durch den Geschossschaden selbst. Den Schaden, den das Geschoss selbst anrichtet, der macht der KI keinen Schaden, deswegen könnt ihr damit nicht konkurrieren. Und man sollte das also immer auf dem Schirm haben, wenn man seinen Angriff auf eine gegnerische Schlachtordnung plant. Was wir jetzt übrigens auch versuchen, das ist ja was anderes, was die KI macht, die ist sehr gerne hier auf diesem High Ground unterwegs. Und das würde dazu führen, wenn wir jetzt frontal angreifen, dass wir sehr krasse Mali hinnehmen müssten. Beim Nahkampfangriff, Fernkampfangriff, Nahkampfverteidigung, Fernkampfverteidigung und natürlich bei der Geschwindigkeit auch noch. Und damit wir da uns so ein bisschen drumherum orientieren können, wenn wir unsere Truppen nochmal hier neu aufstellen und hier diese Flanke nehmen, denn wir wollen auf jeden Fall diejenigen sein, die zumindest einen ebenbürtigen Hügelvorteil haben. Wir wollen keinen Nachteil haben. Aber einen gleichwertigen Vorteil werden wir vielleicht erreichen können. Also Nachteil auf jeden Fall vermeiden, ne? So, sehr friedliche Musik, bevor es jetzt hier gleich zur Sache geht. So, da seht ihr auch, da sind die Fernkämpfer, ne? Und die stehen immer vorne bei der KI. Also das sollte man beachten. Ja. Ja, komm noch vielleicht ein bisschen nach vorne, hä? Kannst du schießen? Komm, schieß mal. Ja, schieß mal auf ihn. Kriegen wir das hin, dass du zurückschießt? Die Samurai können wir mitnehmen. Lauf du mal auf der Flanke lang. Damir bleibt mal hier. Kannst dir den mal motivieren. Ja, der muss die jetzt aufdecken, sonst kriegen wir das hier nicht hin. Komm, schneller. Die Samurai haben wenigstens eine halbwegs passable Rüstung. Wir müssen mit seinen... Also gut, wir müssen mit der Yari-Kavallerie aufpassen, ne? So, motivier dich mal selbst. Also der Ansturm hier, der war auf jeden Fall mal nix. Du hörst mal gerade auf zu schießen. Ich werde immer wieder gefragt, warum haben die diese Ballons da hinten drauf? Also tatsächlich ist das bekannt, dass Kavallerie, insbesondere die Generalskavallerie in Japan in der damaligen Zeit, oder ich glaube, es war ein bisschen anachronistisch, meine ich, dass die solche Ballons hinten hatten, die sich wohl beim Reiten dann mit Luft füllten und deswegen dazu führten, dass diese Kavallerieeinheiten auf dem Schlachtfeld deutlich besser zu erkennen waren. Ne? Also wenn wir den Fernkämpfer ausgeschaltet haben, dann haben wir einen Vorteil, weil er keine gleichwertige Gefechtssituation mit uns hinbekommen wird. Auch ruhig nochmal die Angriffsbefehle nochmal immer wieder mal neu geben. Das führt dazu, dass die Einheiten effektiver angegriffen werden. So, jetzt kommt seine Kavallerie. Jetzt musst du da raus. Es sind nur noch 33 Einheiten übrig. Der hat sich also im Nahkampf sehr effektiv gewehrt. Ja, und du musst jetzt hier rüber. Da, bitte.
So, Feuer frei, bitte. Kannst du mal ruhig auf die Yari Ashigaru schießen. Ihr macht bitte diese Yari-Wand. So, und dann werden wir seine Kavallerie direkt mal wegschicken. Okay, das ist absoluter Quatsch, was du da machst. Ich habe keine Ahnung, der sollte eigentlich angreifen, aus irgendeinem Grund macht das nicht. Aber gut. Ja, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte es eigentlich nur bei einem benutzen, aber okay. Weiter auf den schießen, bitte. Der darf sich da gerne an unserer Infanterie abarbeiten. Mach die Wand aus und hinterher. Mach die Wand aus und hinterher. Und hinterher. Wir werden das auf jeden Fall fortsetzen. Denn wir wollen mindestens noch diese Yari Samurai erwischen. So, und jetzt im Schweinsgalopp hinterher. Und du da lang, bitte. Und du da lang. Wir müssen gucken, dass wir noch so viel hier erwischen, wie irgendwie geht. Denn wir wollen später nicht nochmal gegen diese Truppen da kämpfen, ne? Ich weiß nicht, klappt das jetzt hier mit dem Vorrück? So, ich hoffe mal, das klappt hier. Also wohingegen normale Truppen vielleicht mal einen Charge versuchen würden, kriegen unsere Jungs das irgendwie nicht so gut hin. Aber Einheiten verfolgen 1 zu 1 geht eigentlich kaum, ne? Also, ja. Okay, also müssen wir mal gleich gucken. Ja, jetzt habe ich natürlich nicht so in diesem Gefecht rangezoomt, aber diese Gefechte am Anfang, die sind halt noch so, da sollte man versuchen, die Verluste nicht allzu hoch zu haben. Und da ist es wichtiger, den strategischen Überblick zu behalten, wenn wir nachher werden wir größere Gefechte führen und da zoome ich dann auch näher ran, damit man da auch mehr erkennen kann. Insbesondere, wenn wir unsere bombenwerfenden Einheiten einsetzen können, dann wird das nochmal unterhaltsamer. So, da sind wir. Ja, Übersicht hier. Gab sogar Erfahrungsstufen. Für unseren Daimyo übrigens auch. Das ist schon mal ganz gut. Okay, sehr schön. Mission ist hier erfolgreich gewesen. Und wir gucken mal gerade. Hast du schon ein Level gekriegt? Nein, noch nicht. Okay. Du übrigens auch noch nicht. Dann lauf du doch mal hier hin. Und dann könntest du jetzt zum Beispiel hier nochmal angreifen, ne? Ich würde es gerne auto-resolven, weil ich das in der Regel nicht einsehe, so ein Gefecht nochmal manuell zu machen. Wir haben eine Einheit verloren, okay. Und wo? Niemand weiß es, ne? Aber das ist okay, das ist in Ordnung. Das nehme ich mit. Jetzt hat er ein Level gekriegt. Okay, gut. Das ist schön. Und er kann dann, würde ich sagen, auch gleich mal das Kommando an unseren Daimyo abgeben. Müssen wir mal ganz kurz nochmal schauen, weil die, was haben wir hier? Ehre des Daimyo ist immer gut. Moral für diesen General und seine Leibwache, das brauchen wir auf gar keinen Fall. Also die Generalsleibwache hat in der Regel genügend Moral. Wir sollten eher versuchen, die Ehre des Daimyo zu erhöhen, denn das bringt uns ja die Möglichkeit, dass die Provinzen zufriedener sind und so weiter und so fort. Einen ehrenhaften Daimyo zu haben, ist auf jeden Fall schon mal gut. Ein Punkt, den ich immer ein bisschen kritisch finde, ist halt hier dieser Kriegerzweig, weil der Kriegerzweig in der Regel viel auf die Generalsleibwache aus ist. Und wir haben eigentlich wenig davon, wenn unser General einfach nur besser wird, weil mit dem General will ich gar nicht so viel kämpfen. Also die 30% vergrößerte Leibwache hier unten bei legendärer Krieger, das ist natürlich nice, ne? Dann hat er eine richtig starke Kavallerie. Und dann eigentlich lohnen sich erst hier, diese Punkte, ne? Klar, wir können ihn auch noch zum Piraten machen, ja, das geht irgendwie auch noch. Aber, ja, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so der Trade, auf den wir so hinaus wollen, ne? Also, ja, Angriffe zu See, klar, mit den Mori macht man das halt eher. Aber hier machen wir es nicht. Also, wir geben ihm einmal diesen Punkt Stratege.
Wir könnten da auch eigentlich noch einen zweiten Punkt reinsetzen, damit er noch mehr Bewegungsreichweite bekommt und noch mal einen größeren Einflussbereich. Ne? Also mehr Bewegungsreichweite ist halt immer gut. Andererseits ist natürlich hier der Angriffsbonus für Kavallerie, ne? Das ist schon, ne? Solche Punkte, Kommandoboni, das sind in der Regel die stärkeren Boni, die man halt hier bekommen kann. Ne? Also von daher nehmen wir einfach nur Stratege jetzt erstmal auf der ersten Stufe mit. Den anderen Punkt, den sparen wir uns erst dann, wenn die besseren Fähigkeiten dann auch freigeschaltet werden. Du kannst jetzt übrigens direkt nochmal hier in die Armee zurückgehen. Und unseren General, den könnten wir theoretisch nach Sagami zurückschicken. Das ist okay, wenn der als Verstärkung halt mit dabei ist. Ne? Also von daher vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Du kannst aber auch schon mit dem Rest deiner Truppe... Du kannst mal hier warten. Aber vielleicht spielen wir es hier auch ein bisschen beruhigter, ne? Also wir müssen nicht so Vollgas geben, ne? So, jetzt machen wir hier noch, nehmen wir noch eine Einheit Yari Ashigaru oder Bogen Ashigaru. Also in der Regel sind natürlich viele Fernkämpfer am Anfang, sind immer sehr stark. Das ist sicherlich nie verkehrt, das zu machen. Vielleicht nehmen wir noch eine Einheit Fernkämpfer mit. Und dann bauen wir uns hier eine Sake-Schenke rein, damit wir einen Agenten bekommen können. Jetzt ist unser Geld dann auch schon weg. Und wir könnten überlegen, ob wir in Sagami einmal die Steuern reduzieren. Wir könnten generell die Steuern vielleicht... Wir sind momentan hier bei 1200. Das macht nur 200 weniger aus. Das ist nicht so viel schlechter. Und wir haben hier keinen Verlust beim Wachstum durch die Steuerstufe, ne? Bei Izu. Das können wir nicht aus der Steuerstufe befreien. Dann weiß ich aber auch... Ja, 950 kostet das. Okay, pass mal auf. Dann machen wir Folgendes. Damit wir nochmal mehr bauen können, machen wir das jetzt noch nicht, sondern dann nehmen wir hier eine Einheit Yari Ashigaru und dann nehmen wir hier die Bogen Ashigaru mit und dann bauen wir noch an einer Stelle unsere Nahrungsmittelversorgung aus. Das bietet uns nämlich den Vorteil, das ist glaube ich gleich, ne, vom Geld her, okay. Das bietet uns halt den Vorteil, wenn wir mehr Nahrungsmittelversorgung haben, dann wird das Städtewachstum besser, ne? Das ist einfach ein Bonus, den wir dann bekommen und den nehmen wir jetzt einfach mal so mit. Das ist glaube ich hier die wichtigere Option, denke ich. Ja, nimm eine Einheit, ja, die Ashigaru mit. Das macht jetzt nichts, ob wir da noch eine Runde länger warten oder nicht. Diplomatie können wir ja leider nicht so viel machen. Da können wir auch überspringen, das brauchen wir nicht. Und wir haben die nächste Mission. Lernt die folgende Kunst zu beherrschen, Strategie des Angriffs. Also siehst du mal, hätte ich besser mal schon direkt was gemacht. Dann bekommen wir eine Feuerwerfer Hojo Mangonel, ja. Gut, ja, da brauchen wir noch eine Stunde für Bushido. Da bin ich, ja, aber da bleiben wir noch dran, ne? Okay. Hatte ich das doch ausgewählt? Ja, okay. Also wir nehmen Bushido als Anfang. Ja, das können wir machen. Dann bekommen wir hier, das ist das hier, ne? Ja, erlernen wir direkt das. Dann bekommen wir diese Mangonel und dann danach nehmen wir dann den Markt. Der ist halt fürs Einkommen super wichtig. Aber ich habe ja bereits gesagt, Infrastruktur ist nicht das, was man als erstes ausbauen muss, ne? So, dann rekrutieren wir noch ein bisschen Kleinkram. Nochmal ein Yari Ashigaru hier. Und warum bin ich jetzt mit dem Geld runtergegangen? Das ist eigentlich nicht so gut, ne? Lass die Rekrutierung hier weg. Weil wenn wir in 2 Monaten angreifen müssen, der braucht... Wie viele Runden braucht er? 1, 2... Und was für eine Jahreszeit haben wir jetzt gerade? Sommer, Herbst, Winter, Boom. Das heißt also, wir rekrutieren noch eine Einheit... Hier, damit wir dann im Frühjahr Musashi angreifen können. Korrekt, oder? So machen wir das. Und du gehst mal da rein, füllst mal deine Leibwache wieder auf. Das geht nämlich in der Stadt nochmal ein bisschen schneller. So, nächste Runde. Wir könnten natürlich die Stadt auch schon früher angreifen, das machen wir aber noch nicht. Mission haben wir bekommen. Okay, ja, das ist soweit klar. Dann nehmen wir hier Rekrutierung. Jetzt nehmen wir hier den Bombenwerfer. Na, du hast ja deine Bewegung gekriegt. Du läufst auch hier hin. Kannst du tun, als würdest du dem da hinterherlaufen. Die eine kannst du hier reinstellen schon mal. Und dann geht's ab weiter in den Winter. Jetzt brauchen wir auch im Süden keine Einheit mehr zu rekrutieren. Die rekrutieren wir jetzt alle im Norden. Jetzt haben wir unsere Flammenbomber. Schöne Spezialeinheit, die wir hier kriegen können. Ja, die Ashigaru. Du die nochmal mit und den nimmst du auch noch direkt mit und dann kannst du mich in der nächsten Jahreszeit dann direkt losgehen.
Vielleicht machen wir das so. Und du, die Einheit hier können wir noch mitnehmen. Jo. Du kannst eigentlich ihn kommandieren, aber der hat so viel Bewegungsreichweite, das macht keinen erheblichen Unterschied, ne? Also vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, egal. Wir könnten noch hier den Hafen ausbauen für 850, das ist auf jeden Fall immer eine gute Maßnahme. Ihr könnt das am Anfang variieren, ihr müsst gar nicht am Anfang viel bauen, aber ich gehe am Anfang halt eben sehr gerne auf dieses Städtewachstum, ne? Und das ist eigentlich schon eine ganz, coole Sache. Ja, das sieht doch super aus. Guck mal, dann gehst du jetzt hin und wirst jetzt einfach mal Musashi belagern. Da sind zwar Truppen drin, das macht aber nichts. Denn wir haben, glaube ich, hier... Wenn wir jetzt so tun, als würden wir zu dir laufen, ne? Genau, lauf doch mal hier hin. So. Dann nimmst du noch den General damit rein. Und dann geht der hier hin. Wow, aus irgendeinem Grund reicht die Bewegungsreichweite so nicht mehr aus, ne? So, dann laufen wir hier hin, dann kann er wenigstens verstärken, falls wir jetzt angegriffen werden würden. Ne? Also das ist, glaube ich, schon mal eine brauchbare Sache. Und wir könnten hier jetzt mal einen Kishu-Ninja rekrutieren. Damit wir ein bisschen mehr sehen, was hier so um uns rum passiert. Ne? Wir könnten jetzt auch noch weitere Einheiten rekrutieren, aber... ist vielleicht gar nicht so wichtig, ne? Okay, ja, jetzt gibt's dann auch, guck mal, dann gibt's jetzt zum Ende der Folge noch ein interessantes Gefecht. 2 Einheiten, 10 Einheiten gegen 10. Okay, ja, er hat sehr viele Bogen, Ashigaru. Das wird eine Herausforderung für uns. Das wird in der Tat eine Herausforderung für uns. Wir müssen es irgendwie versuchen, das sein Daimyo, okay? Wir müssen irgendwie versuchen... Wir müssen versuchen, seine Nahkampftruppen halbwegs zu binden, damit wir ihn flankieren können. Ne? Vielleicht können wir seine Truppen im Nahkampf mit den Bogenschützen in irgendeine halbwegs ungünstige Position locken, damit wir seine Fernkämpfer überrumpeln können. Wir bekommen eine Verstärkung. Ja gut, das Schlachtfeld ist total eben. Da haben wir also wenig Gestaltungsspielräume. Die Samurai hätte ich gerne auf der anderen Seite. So zum Beispiel, ne? Und stell die mal ruhig ein bisschen breiter auf. Die Samurai können wir auch breiter aufstellen. So ist ganz gut, ne? Okay. Die Bomber könnten wir... Kann man die hier im Wald verstecken? Die sind jetzt angeblich hier verborgen, ne? Bin gespannt, ob das klappt. Finden wir es raus. Stell die noch ein bisschen nach vorne. So. Sehr friedvolle Musik hier im Hintergrund. Passt jetzt nicht so wirklich, aber... Okay. Kommen wir Vollgas. Bis unsere Truppen da sind. Genau, danke. Okay. Er scheint ja irgendwie auch so einen Teil seiner Truppen da drüben hin zu orientieren, ne? Pass auf, ich stell die mal noch da in das Wäldchen rein. Nimm den General mit auf die Seite. Dann werden wir da diese Yari-Wand aktivieren. Machen wir hier den Defensivmodus an. Die sollen ja nicht unbedingt verfolgen. Ich stell die mal hier in den Wald. Den General sieht er ja, ne? Pass auf, stell den General mal hier ins Zentrum. Jetzt haben wir ja auch eine Einheit, mit der wir ein bisschen beschützen können. Den schützen wir hier auf die Seite. Bogen, Ashigaru, Bogen.
Yari, Bogen, Yari, Yari, Samurai-Gefolge. Okay, wow, Alter, der geht komplett auf die andere Flanke rüber. Ach du meine Güte. Da müssen wir jetzt aber was tun hier. Da, nimm mal bitte die Bogen-Ashigaru da unter Feuer. Der will es jetzt echt wissen hier. Die sind noch versteckt hier. Kommt nur mal noch hier rüber. Du kannst hier hin. So, beweg dich mal. Ja, das scheint aber halbwegs gut zu klappen hier. So, dann kannst du einmal bitte den hier motivieren. Schmeiß mal hier deine Granaten auf die. Bitte die angreifen. Aktivier die bitte nochmal. Mal sammeln aktivieren. Ja, nice. Komm, Attacke. 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 Gott, Alter, hat der gelitten. Der hat echt gelitten. Mal schnell näher. Genau, da bitte Bomben rein. Ja, sehr cool. Okay. Nice. Und Rumpelpumpel. Einmal bitte wegmachen, komm. Hey, ihr verfolgt. Das ist Quatsch. Shit, das ist nicht so gut. Man verliert dann natürlich immer eigene Einheiten, wenn man diese Granaten einsetzt, aber ich finde das irgendwie halt, das ist halt einfach auch so cool, ne? Dass man halt hier mit denen diese Granaten werfen kann. So, ja, die Ashigaru bitte angreifen und nach Möglichkeit vollständig aufreiben. Ja, das ist schon mal ganz gut. Komm mal du hier auf der Flanke noch mit. Und ihr läuft mal hier lang. Weil gerade unsere Bogenschützen ja da drüben noch im Einsatz sind. Jawohl. Und einmal hier rüber. Sehr schön. Attacke! Und das da hat geklappt. Kommt, er erwischt da noch ein paar, oder? Ja, also denkt immer dran, auch hier in diesen Situationen, eure Einheiten sollten natürlich immer versuchen, an den gegnerischen Einheiten vorbeizulaufen. Dann erwischt ihr sie besser, als wenn ihr direkte Verfolgung ansetzt. Also wenn ihr direkt diesen Angriffsbefehl setzt, dann werden eure Einheiten immer nur hinterherlaufen und kaum irgendwas erreichen. Aber wenn ihr so dran vorbeilauft, in die Einheiten reinrennt gewissermaßen, dann erwischt ihr die Gegner deutlich besser. Wie zum Beispiel jetzt hier dieses Samurai-Gefolge. So, einmal reinrennen und dann erwischt man die eigentlich ganz gut. Ne? Seht ihr auch direkt hier, hier hat das jetzt geklappt. Halt, hier, angreifen, da, hinterher. Du kannst jetzt hier angreifen und wir müssen jetzt natürlich noch versuchen, irgendwie ein paar dieser Truppen zu erwischen. So, das geht jetzt leider nicht mehr. Okay, hat jetzt hier nicht geklappt. So, schneller, schneller. Aber wir, ja genau, weil wir werden gleich ja noch hier diese Stadt angreifen müssen. Und es ist für uns einfach wesentlich effektiver,
wenn diese Stadt nicht mehr so stark garnisoniert ist, insbesondere wenn sie nicht mehr so stark mit Bogenaschi garnisoniert ist, ne? So, jetzt hierhin bitte. Alles, was unter 10 Einheiten ist, kann man, glaube ich, aufreiben. Oder zumindest als aufgerieben ansehen. Das ist jetzt noch die kleine Fleißaufgabe. Heute zum Schluss und im nächsten Teil sprechen wir dann nochmal ein bisschen ausführlicher über die Hojo und die Zeit des Sengoku Jidai. Da gibt es nämlich ein paar interessante Punkte, die wir bedenken sollten, die für uns auch sinnvoll sind, um das, was wir hier so auf dieser Schlachtkarte erleben, einordnen zu können. Ja, guck mal da, wir haben sehr wenige Verluste gehabt, also seine Verluste mehr als doppelt so hoch. Das kann sich, glaube ich, sehen lassen. Noch keine Einheit vollständig verloren. Sehr gut. Wow, okay, da müsste es auch nochmal eine Erfahrung gegeben haben, oder? Wow, wir können sofort besetzen. Ja, wir wollen friedlich besetzen, bitte. Cool, unsere Mission ist erfolgreich. Wir bekommen 25% Wohlstand aus allen Gebäuden für 4 Jahreszeiten. Nicht schlecht. Dies ist in der Tat ein verheißungsvoller Tag, mein Lord. Wir haben diese Mission zum größeren Wohle des Clans erfolgreich abgeschlossen und können nun die Früchte unseres Erfolges genießen. Ja, dann lass mal genießen. Mission erfolgreich, Kriegsmaschinerie. Wir haben unser Feuerwerfer Hojo Mangonel bekommen und die Kunst des Bogens würden wir als nächstes erlernen. Das machen wir aber nicht, sondern wir lernen die Kunst des Chi als nächstes. Einheitenbelohnungen sind immer super. Das Doofe ist nur, diese Einheit hier ist so langsam, die wird 4 Runden brauchen, bis wir die mit unserer Hauptstreitmacht irgendwie verbinden können. Und ja, das ist vielleicht nicht immer unbedingt so zu unserem Vorteil. Die Takeda, ein, ja, ich würde mal sagen, einflussreicher Rivale der Hojo. Und natürlich auch hier in diesem Spiel jetzt nicht übrigens großartig anders. Lauf erst nochmal hier rüber. Ah ja, die Imagawa, genau, die sind da, okay. Also wir decken das mal hier alles noch so einer Möglichkeit auf, damit wir uns hier ein bisschen besser orientieren können. Die Einheit hier kannst du da mit reinstellen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, müssen wir das schon irgendwie nochmal ändern? Er hat immer noch einen Talentpunkt, ne? Okay, ja. Müssen wir mal gucken, vielleicht schicken wir ihn auch einfach nochmal nach Sagami zurück. Immer ganz gut, da einen Statthalter zu haben. Vor allen Dingen, weil der regenerieren muss. Und dann nehmen wir den noch mit nach Musashi. Und dann haben wir hier doch mal ein ganz ordentliches Truppenkontingent am Start. Ob wir da was bauen, das weiß ich noch nicht. Das sehen wir noch. Jetzt würde ich erstmal sagen, schauen wir uns noch mal ganz kurz hier unsere Provinz an. Und wir sehen, jetzt sind wir hier beim Wachstum plus 1 pro Jahreszeit. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das ist einfach für uns super, damit wir diesen Provinzwohlstand langsam in die Höhe schrauben können. Dieses Städtewachstum hier ist halt tatsächlich, das wird uns immer mehr Geld generieren und darauf müssen wir es anlegen und natürlich müssen wir gucken, dass unsere Nahrungsmittelversorgung in der Provinz immer positiv ist, damit wir da dann auch zusätzliche, ne, wenn wir es halt hier haben, das ist genau bei plus minus null, also wenn wir hier auch nochmal unsere Reisfelder ausbauen, dann haben wir hier auch nochmal eine bessere Versorgung und nochmal mehr Städtewachstum. Ihr seht, die generieren dann jetzt einfach auf Zeit immer mehr und mehr und mehr Steuereinnahmen. Und wir haben ja genügend Zeit. 1546 ist ja schon mal ganz gut. Innerhalb eines Jahres haben wir jetzt schon eine ganze Menge geschafft. Ich freue mich auf den nächsten Teil mit euch. Bitte vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat. Und achtet auch auf die Playlist, die ihr jetzt sehen müsstet, damit ihr auch weiterhin keine Teile verpasst. Könnt ihr auch noch meinen Kanal abonnieren. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Pax Vobiscum und Valete. Und Matane.